Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wie du siehst, haben wir hier heute ein anderes Setting und zwar ist es eigentlich mein Setting von ganz damals, wo ich angefangen habe, also von ziemlich genau vor einem Jahr. Ja, denn heute möchte ich dich gerne mitnehmen und meinen Schminkschrank inklusive Badezimmerunterschrank mal so ein bisschen auszumisten, wie auch immer, so ein bisschen aufzuräumen, vor allem aufräumen, ja. Ich glaube aufräumen. Trifft es am besten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Ich finde, das muss einfach sein, gerade wenn man solche Aufräumaktionen macht. Ja, zuerst wollte ich dir einfach mal vorstellen, wie es bei mir so aussieht. Ich habe da oben so einen voll verspiegelten Schrank von Ikea, den kannst du auch aufklappen, da sind nur Spiegel da drin. Also das ist nur ein riesengroßer Spiegel mit verspiegelt alles. Dann habe ich da unten drunter mein Waschbecken mit meinen Sachen, die halt nicht hier oben reinpassen oder die ich halt wirklich ständig benutze, wie Zahnbürste und so weiter. Und unten drunter, da gehen wir nachher hin, habe ich noch einen Badezimmerunterschrank, da sind dann etwas größere Sachen auch noch mit drin. Ja, dann machen wir mal das Ungetüm auf, beziehungsweise, nee, wir gucken uns erstmal an, was ich so auf meinem, hier, wie heißt das, Waschbecken stehen habe. Aktuell in Verwendung von Yves Rocher die Pomme Rouge Red Apple Seife. Die hatte ich im Tauschpaket mit drin, glaube ich, war das. Von Isana die Body Lotion Kirschblüte und Reismilch. Die ist total super. Kann ich euch nur ans Herz legen. Die habe ich vergünstigt für 1,10 Euro bekommen. Echt günstig. Mein aktuelles Deo, was viel zu groß ist, um es da oben reinzupacken, von Rexona Motion Sense Line & Dry. Das ist so ein 48-Stunden-Deo, aber wir trauen natürlich nicht diesem 48-Stunden-Gedöns. Also ich finde auch nicht, dass es sonderlich gut schützt. Also da muss ich ständig nachlegen, wirklich. Und von Garnier Fructis kräftigende Aktivformel Blabla Argan 10 in 1 Cream. Das ist so ein Leave-In-Gedöns. Das mache ich mir halt ins feuchte Haar, in die Längen rein, ein so ein Pumpstoß und föhn mich danach erst. Jo, super toll, echt. Das finde ich richtig, richtig klasse. Das klebt nicht, das fettet nicht, das finde ich gut. Meine aktuelle Zahnpasta von Elmex Sensitive Professional Repair and Prevent. Das ist so ein kleines Pröbchen. Das hatte ich beim Zahnarzt mal so mitbekommen, als Test halt, als Probe. Dann meine ganz normale Oral-B-Zahnbürste, meine elektrische, die ich einmal täglich verwende und einmal täglich halt meine Armabrush. Die nehme ich dann meistens morgens oder ja, am Wochenende verwende ich halt nur meine Oral-B, weil ich da genug Zeit habe. Aber in der Woche ist das mein Timesaver, würde ich mal so sagen. Da habe ich Handtücher hängen, eins fürs Gesicht und eins für die Hände. Das fürs Gesicht wird täglich erneuert, das für die Hände so alle paar Tage mal, je nachdem, was da so anfällt. Ne? Hört sich ein bisschen eklig an, ist es aber nicht. Ja, so sieht mein Schrank, mein Spiegelschrank von innen aus. Guck mal, ich weiß nicht, ob man mich hört, wenn ich hier stehe. Ich hoffe, ich fände es total super, wenn das funktioniert. Ja, also hier ist mein Spiegelschrank. Da kann man halt in den Seiten sich auch von hinten angucken, was bei meiner Frisur auch gar nicht so verkehrt ist, weil ich halt oft so Haare habe, die runterhängen oder es löst sich mein Bommel, ne? Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, fange ich an mit dem Chaos. So, hier habe ich meinen ersten Sortierer, der eigentlich auch schon direkt der schlimmste ist, denn da ist alles gemischt drin. Das habe ich überhaupt nicht sortiert. Also, ich habe hier mir so Boxen hingestellt vor mich und werde da unten auch die Sachen entsprechend reinsortieren. Da habe ich einmal meine aktuelle Tageslippenpflege mit drin. Das ist von Ultrasan mit Lichtschutzfaktor. Die kommt in den Tagesdingenskirchen. Dann habe ich hier von Evo Eye Volumen Primer mein ja, Wimpernprimer. Der ist total super, den kann ich euch nur empfehlen. Der kostet jetzt 20 Euro. Den benutze ich abends, nachdem ich geduscht habe. Und dann wirkt das über Nacht und morgens habe ich so krasse Wimpern. Die muss ich nur ganz leicht tuschen und habe direkt das überhaupt krasseste Volumen ever. Ja. Mein Wimpernserum habe ich hier auch mit drin von Jeux Lauré Super Little Flash. Kann ich auch wirklich empfehlen, auch wenn es sackteuer ist. Ich finde das super. Also bei mir funktioniert das wirklich gut. So, und jetzt fokussiert die Kamera. Nein, jetzt nicht mehr. Egal. Genau, das wird täglich verwendet. Dann habe ich hier von Sensai die Cellular Performance Total, das Cellular Performance Total Lip Treatment. Das ist so ein kleines Produkt, was einfach super, super teuer ist, aber halt mal in der Luxury Box jetzt letztens mit drin war. Genau, das kommt in meinen, verwende ich nicht täglich.
Behälter. So, dann habe ich hier verschiedene Lippenprodukte. Nee, erst mein Rizinusöl, was ich hier reingefüllt habe. Genau, das verwende ich auch jeden Abend. Das mache ich mir einfach auf die Augenbrauen. Habe ich ja umgefüllt in diesen komischen Spender, den man auch bei Amazon kaufen kann. Genau, das nutze ich auch täglich. So, dann habe ich hier noch drin ein Produkt für die Augen. Liquid Shadow von Bella Pierre Eye Candy. Genau, das hatte ich auch mal in der Box mit drin. Ist aber kein, upsala, ich darf mich nicht zu sehr bewegen. Kein Tagesprodukt, sage ich mal. Dann habe ich hier von Rodial Suede Lips. Das hatte ich auch schon mal ausgetestet. Das ist so ein roter Lippengedöns. Packe ich hier rein. Genau, ich habe hier noch verschiedene andere. Ich sortiere das mal eben kurz aus und bin dann sofort wieder zurück, sonst wird das einfach viel zu lang, wenn ich dir jedes einzelne Produkt, was sich in jedem Ständer befindet, zeige, glaube ich. Als nächstes habe ich hier zwei Salben drin. Das ist ja einmal die Propolis-Salbe von Hanosan, die ich aktuell für Wunden und so im Gesicht verwende. Oder wenn ich jetzt, Moment, wo ist mein Finger? Da. Da auf meinen Finger mache ich das auch drauf. Manchmal hat man das ja, dass man knibbelt und sich das einreißt. Die verwende ich tatsächlich täglich zurzeit. Und hier habe ich die Momitukan-Fettcreme. Die hatte ich jetzt verwendet bei meiner Sonnenallergie. Die kann jetzt erstmal wieder in den Medizinschrank zurück, weil ich jetzt gerade sonnenallergietechnisch befreit bin und jetzt eigentlich nur noch die Wunden heilen muss, wenn man das so sagen darf. Als nächstes habe ich hier meinen alten Schminkspiegel, den ich hier im Schrank stehen hatte, der abgelöst wird von meinem neuen, den ich euch im Amazon Haul auch gezeigt habe. Moment. Der hat nämlich einen etwas anderen Stellplatz. Genau, weil der passt auch nicht in meinen Schrank rein. Der steht da vorne quasi hinter euch jetzt praktisch und ja, wird da halt verwendet. Das heißt, dass dieser Spiegel hier eigentlich weg kann und ja, der kommt jetzt auch weg. Yay, das erste Teil, die Klapptat. Das hier habe ich mir von Amazon mal bestellt und ich finde es eigentlich total furchtbar. Ich finde es so, so unpraktisch. Naja, wir gucken mal rein. Also, hier habe ich einmal von Makeup Revolution das Sport Fix Fixing Spray. Ja, wird nicht täglich angewendet, aber ab und zu. Dann den aktuellen Bronzer, den ich hier so in meiner Daily Make-up Routine Gedönsgeschichte drin habe, ist von Altera, der Multicolor Bronzer. Den finde ich eigentlich ganz gut, also der gefällt mir wohl. Der ist in der Farbe 02 Natural Matte und ja, der ist nicht zu stark und nicht zu schwach, das gefällt mir richtig gut. Dann habe ich hier mein Manakadar Puder drin, was ich ja aktuell am Aufbrauchen bin. Habe ich ja auch schon ein Hit the Pan und bin ganz gut dabei, muss ich wirklich sagen. Also das ist ganz, ganz ordentlich. Dann ein so ein Pinsel, das ist einfach so ein abgeschrägter, ich glaube, das ist von Revolution, ne? Nee, Karl Lagerfeld und Model Co., genau, der war auch mal in so einer Box mit drin. Damit kann ich sowohl Blush, Bronzer als auch Highlighter auftragen und Puder. Also das ist so ein Allround-Pinsel, der ab und zu mal einfach gewaschen wird und hier einfach so für die Tagesgeschichte liegt. Dann habe ich das aktuelle Make-up, was ich in Benutzung habe. Das ist von Judith Williams, Judith's Anti-Aging Foundation. Genau, das ist das nächste Make-up, was ich halt intensiv benutzen, testen, wie auch immer möchte. Und, oder es halt auch gerade tue, ne? Das ist mit Hyaluronsäure. Und ja, das möchte ich halt wirklich jetzt ständig benutzen, bis es leer ist. Und dann habe ich, upsala, zwei Liquid Lip, nee, nicht Liquid Lipsticks, Liquid Eye Colors, heißt das so, von Liquid Eyeshadows. Genau, das ist von Tamtam. Habe ich von der lieben Mrs. X im Paket gehabt und die werden tatsächlich auch ab und an mal über Tag getragen. Ich trage die aber auch ganz, ganz gerne, wenn ich abends einfach spontan weggehe, weil das ist einmal hell und einmal dunkel und das kann man sich super easy drauf machen. Das gefällt mir unfassbar gut. Genauso wie einmal dieser hier, dieser Roller, das ist Bella Pierre Shimmer Roll für Face, Body und Eyes. Also das ist dieser Roller, den ich auch mal in der Box mit drin hatte. Das hatte ich letztens in Kombination zusammen mit dem Absolute New York Pure Metal Veil Fluid Eyeshadow Gedöns einfach auf die Augen gemacht. Also ganz, ganz simpel, nur die beiden und alle haben mich gefragt, was das für ein Look ist, ob der mal irgendwann online kommt. Nee, das waren einfach nur die zwei Produkte, die ich mir eben ganz schnell drauf gemacht habe, um überhaupt irgendwas auf den Augen zu haben. Ja, ne? Werden auch ab und zu mal verwendet in Kombination. Das gefällt mir auch richtig gut. Dann habe ich hier noch zwei Primer. Einmal von Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Den wollte ich austesten, genauso wie den... Den habe ich schon mit euch ausgetestet, aber den möchte ich leer machen, weil nur so wenig drin ist. Von Rival de Loop den Just Beauty Harmony Primer, das ist dieses kleine Pöttchen.
Ja, hat mir echt gut gefallen. Dann habe ich hier noch drin einmal mein Blush, was ich jetzt so quasi täglich verwende. Ne? Das ist von Litchi and Gold, von Seraphine Botanicals, das Litchi and Gold, Healthy Glow Rose Gold Blush. So, genau. Das wollte ich auch einfach aufbrauchen. Habe ich für mich so ein eigenes Aufbrauchprojekt quasi gestartet mit ein paar Produkten. Dann habe ich hier den Becker Opal Highlighter, einfach in der kleinen Größe. Ich finde, das ist so ein Alltagsprodukt, was ich falsch rumhalte, genau. Nur weil der einfach eine schöne Größe hat und ja, den kann man auch notfalls einfach mal mitnehmen, aber eigentlich brauche ich sowas nicht mitnehmen. Dann habe ich hier noch ein loses Puder drin liegen, das ist von Love Perfectitude Shine Control Loose Powder, genau. Das wollte ich nämlich nehmen, wenn ich mit meinem Manakadar Puder fertig bin oder durch bin oder leer bin. Und dann habe ich hier noch von Melta ein Pigment drin in der Farbe Rose. Einfach, weil ich das mal testen wollte, aber dieses Pigment wird jetzt einfach zu meinen Lidschatten in den Raum, wo ich auch immer filme, wandern. Das heißt, der wird auf jeden Fall wegwandern. Genau, ja. So, dann habe ich hier in diesem Ding, was ich gleich echt wegschmeißen werde, weil ich das furchtbar finde, noch so eine Schublade mit drin. Da habe ich einmal angetrocknet die It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream, das Pöttchen mit ausgewaschen und ja, weil ich musste die umfüllen, weil die Tube, die ich von der Mrs. X zugeschickt bekommen habe, war leider kaputt. Und es konnte nicht in der Tube bleiben, es ist ausgelaufen und ja, das kann ich glaube, noch für einmal verwenden und dann wird es halt ausgewaschen, aber es ist schon ziemlich angetrocknet. Naja, aber das ist nicht schlimm. Dann habe ich hier noch von For Your Beauty einfach einen Anspitzer mit drin. Von Catrice den One Minute Face Perfector, ja, ne? Den benutze ich tatsächlich einfach, wenn ich mal ein paar Minuten länger habe. Ich sag mal, wenn ich 5 Minuten früher aufstehe als sonst, dann benutze ich den auch ganz normal im Alltag. Und dann habe ich hier noch von Giordani Gold das Supreme Eyeliner Gel drin. Einfach, weil ich das demnächst mal verwenden wollte. So, das Teil wird aussortiert. Das ist einfach furchtbar. Also kann ich euch nicht empfehlen. Ich finde es einfach nur sperrig, klobig. Die Schublade funktioniert nicht richtig und ich finde es auch einfach urhässlich. Somit haben wir die unterste Schublade schon mal oder die unterste Etage schon mal ausgeräumt. Und jetzt gehen wir eine Etage höher. So, da habe ich jetzt erstmal meine ganz normalen Cremes. Einmal die Neutrogena Cellular Boost Tagespflege, die Neutrogena Cellular Boost Nachtpflege, kann ich euch empfehlen. Habe ich euch auch empfohlen in meinem Pflege für sensible Haut Video. Genauso wie die Lovely Eye Cream mit Manuka Honig Extrakt. Auch die ist gerade ganz, ganz, ganz groß bei mir im Rennen, sag ich mal. Sie läuft noch nicht der Klinik All About Ice Cream den Rang ab, aber sie ist schon nah dran, weil sie echt schön ist. Dann habe ich hier von Neutrogena Cellular Boost ein Antifaltenkonzentrat. Das hatte ich auch in dem Produkttest zugeschickt bekommen. Also da konnte man sich halt bewerben bei brandsyoulove.de. Und ja, da habe ich auch mitgemacht und den Produkttest auch gewonnen. Und genau wie, was weiß ich, 1000 andere. Und das hier trage ich nur abends auf und nur auf der Stirn. Sonst nirgendwo, weil man soll es nicht an die Augen machen. Ich möchte es aktuell nicht in meiner Mundpartie verwenden, weil ich finde, dass ich da aktuell jung genug aussehe mit meinen ja, Pickelchen. Und genau, das heißt, das hier wird ewig dauern, bis es aufgebraucht ist. Ich habe da noch keine Wirkung von gesehen, das muss ich ja auch gestehen. Ne? Als nächstes habe ich hier mein Mitchell & Peach Fine Radiance Face Oil. Das verwende ich tatsächlich eigentlich auch immer morgens und abends. Eigentlich nur abends, aber jetzt aktuell auch morgens aufgrund meiner trockenen Haut mit der Sonnenallergie. Aber ich mache ja zurzeit die Hormocenta 7-Tage-Kur, das heißt, da sitzt das dann quasi aus. Ansonsten finde ich das mega schön, das zieht super ein und ist auch jetzt nicht irgendwie fettig, ölig, wie auch immer nachher. Es ist bei mir einfach wirklich toll, also das kann ich wirklich empfehlen. Es ist in einem Adventskalender gewesen, glaube ich, ist es ganz schön teuer. Ne? Hätte ich mir sonst wahrscheinlich auch so nicht kaufen können. Dann habe ich hier von Simple den Augen-Make-up-Entferner. Der ist wirklich toll. Der entfernt tatsächlich auch wasserfeste Mascara. Den hatte ich in der Box mit drin. Und der ist super angenehm. Der brennt nicht. Der hinterlässt keinen Film auf den Augen. Der ist wirklich, wirklich schön. Das Rosens Rosenwasser habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Also das hatte ich eine ganze Zeit in Verwendung. Dann habe ich
umgeschwenkt auf Micellenwasser und bin jetzt wieder beim Rosenwasser, weil ich das einfach so viel besser finde. Es ist so angenehm zur Haut und es gefällt mir einfach richtig gut. Ja, deswegen habe ich mir jetzt auch letztens, ich weiß gar nicht, 3, 4 von denen hier für 9,95 Euro bei Amazon geholt, da waren die im Angebot. Ja, hier habe ich mein For Your Beauty Kammbürste, ne, für nasse Haare. Mein Wattepad-Spender inklusive Wattepads, die ich nur und ausschließlich für meinen Fußnagellack verwende, weil ich ansonsten ja andere habe, die wir ja gleich uns angucken können. Wieder so ein Ding mit täglichen Produkten. Ja, also, was ich aktuell in Verwendung habe für meine Augenbrauen und hier stehen habe, das ist einmal... Ach so, ne, der ist drüben. Eigentlich auch noch der 24 Hours Brow Setter von Benefit, den habe ich aber in meinem YouTube-Zimmer stehen. Frag mich nie warum. Dann habe ich hier von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Der ist total super, der hat hier einen Spoolie. Hier hat der einen ganz normalen Stift zum Anspitzen. Den finde ich gut, der malt auch schön. Dann habe ich hier, achso, wir waren bei den Augenbrauen. Ja, Brow-Wo Conditioning Primer, der wird aussortiert, weil ich den einfach nicht verwende, ne? Von Benefit, den hatte ich in der Benefit-Box mit drin. Ich dachte, der wäre super, aber ich finde, dass der einfach keinen Effekt bei mir hat. Also ich glaube, den muss man sich drauf machen, bevor man die Augenbrauen zeichnet. Und ich dachte erst, es wäre ein Augenbrauenserum, ist es aber nicht. Ich finde diesen Zauberstab mega toll, aber der macht bei mir einfach nichts. Das ist eine Basis, damit die Augenbrauen voller aussehen. Aber bei mir funktioniert das nicht, deswegen, der wird aussortiert. Ach guck, dann habe ich hier noch einen Concealer von Catrice, den ich jetzt auch mal benutzen sollte, weil der mir nicht mehr in Erinnerung war. Retouch Light Reflecting Concealer. Hatte ich den nicht sogar irgendwie in einem Adventskalender oder so drin? Oh Gott. Ja, ne, der ist ja auch noch mit drin. Was für eine Farbe bist du? Steht ja nicht drauf. CDAF, doch. 010 Ivory, genau, das ist so ein Ding. Concealer. Sollte ich mal benutzen. Dann habe ich hier mein Abend-Lippenpflegestift von Iverum. Ich glaube, der heißt Iverum oder Iverum, ich weiß es nicht. Ne? Auch der wird täglich benutzt. Dann habe ich hier zwei Mascaras: einmal die Paradise Ecstatic von L'Oreal und einmal die Too Faced Better Than Sex Mascara. Die beiden, die verwende ich wirklich täglich zurzeit. Also eine und dann immer im Wechsel. Dann habe ich hier noch einen Eyeliner, Sweatproof Eyeliner Waterproof von Rival de Lupian. Den wollte ich nochmal im Alltag ausprobieren, ob der mir gefällt oder nicht, weil als ich den das letzte Mal verwendet habe, hat sich das so schwer auf meinen Augenlidern angefühlt. Das hat mir gar nicht gefallen. Fand ich blöd. Dann habe ich hier noch von Physicians Formula den Eye Booster, das ist ein Eyeliner, der ist super und der soll auch noch das Wimpernwachstum anregen, super praktisch. Dann habe ich hier noch von Icofat London den Fat Liquid Liner, den verwende ich tatsächlich ziemlich oft in letzter Zeit, weil das einfach so zack zack eben schnell geht, den mag ich gerne. Ja. Das letzte Mal, als ich den hatte, ist mir die Spitze irgendwann so krumm geworden und dann hat das nicht mehr so viel Spaß gemacht. Dann habe ich hier noch zwei Augenstifte oder Eyelinerstifte, die halt nur farbig sind. Einmal in so einem Champagner und einmal in so einem Grau. Einmal von Avon und einmal von Beauty for Real oder so heißt die Marke. Weiß ich nicht. Verwende ich auch sehr selten, muss ich mal wieder verwenden. So, dann habe ich hier noch einen Concealer von Makeup Revolution. Den muss ich echt mal wieder aufbrauchen. Leute, Leute, in der Farbe C2. Conceal and Define, das ist ja der Klassiker mit diesem Riesenfüßchen, der ja an diesen Tarte Shape Tape erinnern soll. Den ich aber aktuell sehr, sehr gerne und häufig verwende, ist der hier von Love. Das ist der Effectful Concealer Pen Radiance Booster in der Farbe Wake Up Peach. Und der ist auch schon ziemlich angespackt, aber ne, wird halt ständig verwendet. Der ist toll. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Mascaren drin, ja, genau, wo ich jetzt auch zurzeit so ein bisschen am Aufbrauchen bin, dass ich halt versuche, nicht allzu viel offen zu haben. Das ist einmal von Rituals, die Miracle 3-in-1 Mascara. Das hat so ein Gummibürstchen, die habe ich tatsächlich eigentlich immer mit auf der Arbeit und in der Hosentasche und immer, wenn ich dann nachlegen will, lege ich nach. Dann habe ich hier noch von Chanel die Le Volume Revolution de Chanel Mascara. Das ist so ein Ultra-Mega-Bürstchen, aber die hat bei mir
als ich die das erste Mal hatte, richtig, richtig schöne Wimpern gemacht. Also nicht davor zurückschrecken, das ist sehr zylindrisch, aber sehr schön vom Bürstchen her. Komm her, du Stück. Dann von Nutralash Waterproof Mascara. Das ist, glaube ich, diese Diamond Lash Mascara. Ja, die hat mir beim ersten Auftrag sehr gut gefallen. Die wollte ich auch noch ein bisschen benutzen, aufbrauchen, wie auch immer. Dann habe ich hier auch von Physicians Formula die, wie heißt die? Die Vava Voom Mascara ist das, genau. Mit dieser Samtapplikation, mit dieser Samtspitze drumherum und diesem hübschen Schüchen. Die riecht so schön nach Vanille, die ist echt geil. Dann habe ich hier von Benefit noch die Bad Girl Bang Mascara. Die war mir bislang immer viel zu feucht und die konnte ich nicht solo auftragen, weil mir die dann einfach viel zu klumpig wurde, viel zu extrem. Deswegen hatte ich jetzt gesagt, ich lasse die jetzt vielleicht so ein bisschen eintrocknen. Ja, mal gucken. Aber ansonsten fand ich die ja ganz schön. Vor allem in Kombination mit meiner Catrice Mascara, die jetzt ja leer gegangen ist. Naja, dann habe ich hier noch meine letzte aktuell angebrochene Mascara von Essence, die Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara. Ja, die finde ich eigentlich auch ganz nice. Die gefällt mir ganz gut, ist vom Design her auch sehr schön und ja, muss nur benutzt werden, ne? Wie das immer so ist hier. Und somit ist auch Etage 2 wieder frei. Erstmal, ich meine, das liegt hier ja noch alles rum, ne? Weiter geht die wilde Reise. Das geht jetzt relativ schnell. Das sind komplett Lippenstifte und die werde ich jetzt komplett in meine Box packen. Genauso wie diese hier. Und auch diese Schublade oder dieser Aufsteller, würde ich mal so sagen. Schreib du mir doch mal gerne unten in die Kommentare, wie ich meine Lippenstifte sortieren soll. Nach Farbe, nach Liquid Lipstick und Lippenstift, nach was auch immer. Ich brauche da echt irgendwie Tipps, Anregungen, Inspiration, wie ich nachher dann meinen Schrank wieder einrichten soll. Denn ja, die Inspo fehlt mir echt. Dann habe ich in der dritten Etage noch ja, von Ultrasun Safe Tinted Honey mit Lichtschutzfaktor 30. Das ist so ein Gesichtsfluid, was ich jetzt in den sonnigen Tagen auch echt häufig getragen habe. Das ja, färbt die Haut ganz, ganz leicht, hat aber halt einen schönen Lichtschutzfaktor. Und ja, deswegen verwende ich das echt gerne. Ist ein gutes Produkt. Dann habe ich hier noch so ein Pöttchen drin, wo ich immer so Zahnseide-Sticks drin habe. Hier ist nur noch einer drin, die muss ich mal wieder auffüllen. Ja, dann habe ich hier noch meine I plus M Floral Swing Deo Creme drin. Die benutze ich nach dem Duschen immer, auch vor allem dann, wenn ich meine Achseln rasiert habe, weil das ist ohne Aluminiumsalze und das ist einfach so ein bisschen Naturkosmetik. Gerade wenn man dann frisch aus der Dusche kommt, ist es irgendwie angenehmer, sowas zu verwenden als ein Deo Spray. Und dann ist in der Etage, weil es in die da drüber, wo die anderen Parfüms drin stehen, nicht mehr reinpasst, von Farenzia White Eau de Parfum Paris. Das ist dieses geile Deo, was ich mir letztens bei Rossmann geholt habe, was so unfassbar schön duftet. Das riecht echt so, so schön. Oh. So süß, so angenehm. Also, und ich mag einfach auch die Verpackung. Ne? Der Flakon ist wunderschön, gefällt mir einfach richtig gut. Dann habe ich, achso, dann haben wir die, dann haben wir die dritte Etage auch schon wieder leer und jetzt sind wir bei der vierten Etage. Das ist dann quasi, ja, Parfüms. Meine Parfüms sind da. Da habe ich einmal hier von Uniqlo diese Parfümprobe drin. Das ist ein super, super schöner Duft, den ich sowohl morgens als auch abends tragen kann von Parfüm de Mali Delina. Ein super toller Duft ist das, also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Aktuell verwende ich ja diese Parfümprobe hier von Cartier Declaration. Ist fast leer, ist ja in meinem Probenprojekt, was ich habe. Und ich kann es mir jetzt auch eben mal auftragen, weil ich ja das aktuell nicht in meine Halsregion sprühe ich das auf die anderen Stellen einfach jetzt mal drauf. Das habe ich heute Morgen drauf gemacht und das ist jetzt auch schon wieder weg, leider. Das heißt, ich kann jetzt mal nachlegen. Wir haben es jetzt übrigens 10 nach 6 Uhr abends, genau. Jo, und das habe ich auch immer mit auf der Arbeit, dass ich dann so ein bisschen nachsprühen kann. Und jetzt ist noch für morgen was drin. Ja, dann habe ich hier noch weitere Parfüms. Von Mercedes-Benz habe ich hier so einen Roller, den hatte ich im Douglas Adventskalender. Von Goldea Olympia, nee, wie heißt er denn? Doch, Goldea The Roman Knight. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke das ist. Ist das Goldea? Ich weiß es nicht. Ist auch ein schöner Duft, den ich gerne mag. Dann Yves Saint Laurent Black Opium, den habe ich noch nicht so häufig verwendet. Das ist eher so ein schweres Parfüm für den Abend, wenn du auch wirklich edel mal weggehen willst. Und das hier ist ja von La Rive.
das Cash, genau. Und ja, das ist auch so ein Duft, der ist einfach auch echt günstig gewesen. Ne? Den kann man dann auch einfach, wenn ich hier zum Beispiel Gäste habe, aufsprühen und mir dann halt immer wieder nachsprühen. Wenn ich jetzt unterwegs bin, würde ich den jetzt nicht unbedingt benutzen, weil mir der Duft dann einfach zu schnell verfliegt. Und das ist halt bei den günstigen Düften so, dass die einfach nicht so lange halten. Dieses Parfüm hatte ich auch tatsächlich in dem Douglas Adventskalender Tomo Her von Anayaki. Das ist auch ein schöner Duft, den ich gerne mal tragen werde. Aber ja, jetzt aktuell gerade nicht. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Von Abercrombie & Fitch First Instinct. Das ist so ein floraler Duft. Der wird jetzt für den Sommer auch ganz schön werden. Dann habe ich hier von Paco Rabanne Pure XS auch so einen Duft. Den trage ich auch wirklich gerne auf der Arbeit, weil der schön süß ist. Der gefällt mir einfach gut. Trage ich auch gerne auf Mädelsabenden. Da hält er auch dann für die Zeit immer ganz angenehm. Und von Hugo Boss. The Scent, genau, For Her. Da muss ich noch ein bisschen durchtesten. Der macht mir so ein bisschen Kopfschmerzen und da muss ich echt schauen, dass ich den vertrage und da muss ich noch ein bisschen testen. Ansonsten muss ich den aussortieren, aber ja, die letzten Male hat er mir leider Migräne bereitet. Und dann habe ich noch vier Sachen von Rituals. Ich wollte gerade Rival de Loup sagen, ne? Das ist einmal so ein Body Spray, Ritual of Karma, Good Karma Body Mist, genau. Das wird jetzt im Sommer zum Einsatz kommen. Das finde ich einfach schön leicht. Und hier habe ich Oasis de Fleur. Das war, also die drei, die ich hier habe, die waren in dem Paket von der Mrs. X mit drin. Das muss ich im Sommer auch verwenden, genauso wie Oasis de Fleur in groß. Moment, hä, ist das das Gleiche? Muss ich gleich mal eben schnuppern. Und das ist Fleur de Limalaya. Genau, das ist eher so ein blumiger Duft. Okay, auf den ersten Schnupper riechen die sehr, sehr ähnlich. Das heißt, das wäre dann eher eins fürs Mitnehmen. Und das wäre eins, was ich hier im Schrank stehen lassen würde. Muss ich aber nochmal genauer dran riechen. Aber die Flakons sehen ja auch vollkommen unterschiedlich aus, ne? Muss ich mich mal mit befassen. Das muss ich mal testen. Aber jetzt habe ich ja gerade das Cartier draufgelegt, deswegen rieche ich nicht so gut. Also ich kann nicht gut riechen. Ich rieche schon gut. Kleine, was redest du hier eigentlich? Oh, so, und jetzt sind wir schon bei der letzten Etage angelangt, die ihr gar nicht sehen könnt. Das ist ja auch super, ne? Da habe ich aber auch hauptsächlich nur irgendwie Lippenstifte, Lipliner und so in so Viechern drin. Noch zwei Stück. Und noch einen Lippenstifthalter. Und hier habe ich meine Sprühkur von Glisskur. Liquid Silk Express Repair Spülung. Sprödes und glanzloses Haar. Genau. Das steht auch oben, weil es einfach von der Größe her da reinpasst. Ja, also wegen der Lippenstifte, da brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. Denn, das ist jetzt eine ganze Box voll und ich brauche da einfach mal so ein paar Tipps, wie ich die sortieren soll. Also schreib doch, wie ich das machen soll oder wie du das machst, dass ich da so ein bisschen einen Anhaltspunkt finde. So, jetzt mache ich den mal eben kurz sauber. So, jetzt habe ich den wieder sauber und jetzt wird er wieder eingeräumt. Los geht's. So, jetzt habe ich den Schrank wieder eingeräumt und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht. So. Jetzt haben wir hier meinen komplett neu eingeräumten Spiegelschrank. Ja, hier unten in der ersten Etage oder im Erdgeschoss befinden sich halt meine Mascaren und die Produkte, die ich halt wirklich jeden Tag verwende. Also das ist halt ne, meine, wie auch immer, meine jeden Tag verwende Produkte. Meine Propolis-Creme, mein Deo, meine Sprühkur, mein Abschminkkram, mein Pflegekram und ja, pff, die benutze ich so selten, aber trotzdem stehen sie hier. Eigentlich könnte ich sie auch mal wegtun, ne? Egal, aber steht da unten jetzt auf jeden Fall. Dann habe ich hier oben meine Backup-Mascaren, die ich dann ab und an auch mal verwenden kann. Ja, meine Bürste, mein Rosenwasser. Dann habe ich hier die etwas, ich nenne sie mal ausgefallenere Kosmetik, die ich trage, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Oder wenn ich mir ein schnelles Make-up machen möchte. Da sind dann halt auch so Puder, Blush, Bronzer, was auch immer drin. Und Augenprodukte. Ein, hier... Concealer habe ich hier auch mit reingepackt, dann habe ich da auch einen Pinsel stehen. Hier habe ich jetzt meine ganzen Parfüms untergebracht. Ich habe das jetzt erstmal sortiert, so ein bisschen nach Duft. Da ist es ganz, ganz süß, dann wird es fruchtig, blumig, dann wird es immer schwerer. Und da sind wir dann eher so im Abendbereich, wobei das von Uniqlo kann ich ja auch tatsächlich über Tag verwenden. Das ist sehr angenehm. Ich packe da drauf und habe es gerade sauber gemacht, ne? Shame on me!
Schiete. Ja, eine Etage höher habe ich dann, habe ich dann dekorative Kosmetik stehen, auch wenn es mal schnell gehen muss. Und halt auch Foundations, auch da den One Minute Face Perfector von Catrice, die It Cosmetics Cream noch ein bisschen und so weiter. Da bin ich aber noch nicht ganz so mit zufrieden. Und hier oben habe ich halt erstmal ganz wild meine Lippenprodukte hingestellt. Die sind halt wirklich noch überhaupt nicht wirklich sortiert. Wie gesagt, wenn du da irgendwie eine Idee hast, wie ich das schöner machen kann, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich einfach sagen, dass das Video lang genug war, oder? Also den haben wir jetzt schon mal zusammen neu sortiert und aufgeräumt und wie auch immer. Hier habe ich jetzt Produkte, die ich wieder in mein YouTube-Zimmer einräumen werde, sprich in die einzelnen Schubladen, die jetzt hier nicht mit in den Schrank gehören. Hier ist ein bisschen Chaos, ein paar Boxen, dann ein paar aussortierte Lippenprodukte, die ich hier stehen habe, die jetzt demnächst weiter wandern werden zu Freunden, Familie, wie auch immer. Und das ist Müll, das ist Müll und ja, bei dem Benefit-Stift, bei dem Zauberstab bin ich mir noch nicht sicher, ob der nicht vielleicht verstopft ist, muss ich mal gucken. Ja, dann habe ich noch hier zwei von diesen Teilen, die jetzt erstmal über sind, aber die werde ich garantiert in meinem YouTube-Zimmer irgendwo integriert bekommen. Und ja, die beiden Schubladen, die ich hier habe, sind noch sehr, sehr voll und ich würde sagen, das machen wir dann doch lieber mal. Beim nächsten Mal, oder? Ja, das war's dann jetzt erstmal. Ich denke, dass ich hier noch einen zweiten Teil von machen werde, weil der Schrank da unten ja noch ausgemistet werden muss. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!